Enio, wir würden morgen früh gerne eine bronchoalveoläre Lavage machen. Das ist ein Verfahren zur Probenbestimmung aus den tiefen unteren Atemwegen. Damit können wir den genauen Erreger der Tuberkulose bestimmen. Ein OP? Nein, es ist ein Eingriff. Wir werden eine Kochsalzlösung in die Lunge geben und dann das Sekret mit einem Schlauch, einem Bronchoskop, absaugen. Alles unter Narkose natürlich. 39,8. Ich habe auch schon mit deinem Vater darüber gesprochen. Wann darf ich ihn sehen? Der Tuberkulose-Test ist zum Glück negativ ausgefallen. Aber wir warten auf das Ergebnis des PCR-Tests. Ab der ist genauer. Und solange muss ich deinen Vater zur Sicherheit zu Hause isolieren. Was, wenn ich ihn doch angesteckt habe? Darum kümmern wir uns. Mach dir keine Sorgen. Du musst jetzt zuallererst auf dich schauen. Guten Morgen. In der Lungenabteilung warten sie schon. Du kommst also gleich dran, dann hast du es ganz schnell hinter dir. Hey, du musst dir keine Sorgen machen. Alle hier passen gut auf dich auf. Versprochen. Du hast Besuch. Hey. War der PCR-Test negativ? Definitiv negativ. Der Eingriff ist auch gut verlaufen. Sobald das Labor die Probe ausgewertet hat, kriegst du Antibiotika, die genau auf den Erreger abgestimmt sind. Und dann geht's dir auch schon wieder besser. Wir werden dich mit insgesamt 4 Medikamenten behandeln. 3 Wochen stationär, danach weiter ambulant. Insgesamt 9 Monate. Monate? So lange? Tuberkulose ist leider eine ziemlich hartnäckige Sache. Schwester Rieke wird nachher den Therapieplan mit Ihnen durchgehen. Alles Gute. Danke. Danke.